Das ist rot. Ist das Blut? Hi Leute, ich bin Ava und willkommen bei Alles Ava. Heute ist was ganz Komisches passiert. Am besten seht ihr es selber. Fangen wir mal direkt an. Oh mein Gott, was ist das denn? Guck mal Leute, öffne mich mit so einer LOL Surprise OMG Remix. Und sieht es nicht aus wie ein Herz? Stimmt, Ava. Das sieht doch voll komisch aus, Leute. Aber sonst total gruselig. Das ist ja seltsam. Guck mal, da hat sich auch jemand beim Ausschneiden mal null Mühe gegeben. Sollten wir die aufmachen? Ich weiß nicht. Wo kommt die denn her? Steht sonst gar nichts drauf. Weißt du was, wir hatten ja schon mal so eine Lone Star. Was soll da schon passieren? Die sind eigentlich voll cool, die Puppen. Ja, guck nur alle Dingsbums. Alles ist okay. Nichts Unheimliches. Noch eine normale Puppe. Avi? Ja? Schau mal da. Was ist das denn? Ein Zettel! Den habe ich gar nicht gesehen. Ava, wenn du verhindern möchtest, dass was Schlimmes passiert, musst du dich als LOL verkleiden. Elsa ist hinter mir her. Rette mich. Was? Das ist ja krass. Elsa? Die Schallplatte ist auch blau. Und guck mal, die Verpackung ist blau, wie bei Elsa. Alles ist blau. Du spielst sie jetzt von Elsa mit dem Dingsbums. Oh nee, das wäre ja schrecklich. Stell dir mal vor. Das wäre schlimm. Die spielt gar nichts. Die spielt normale Musik. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hatte auch echt Angst. Sonst ist da nichts drin. Außer noch Klamotten und so, aber... Okay, aber was steht jetzt nochmal? Oh, ja, guck da nochmal. Guck da nochmal. Warum ist es denn leer? Normal waren schon mal... da noch Schuhe oder so. Und warum ist die eigentlich schon umgezogen? Das ist doch nicht ihr Original-Outfit. Wie krass. Schau am besten nochmal, was steht auf dem Zettel? Was musst du machen? Also, ich muss mich als LOL verkleiden, damit nichts Schlimmes passiert. Ja, aber wie soll das denn gehen? Keine Ahnung. Warte, wir haben doch ein LOL-Kostüm. Stimmt, du hast dich ja schon mal als LOL verkleidet. Ah, ja. Ich zeige euch mal unsere Filmkammer. Da haben wir doch unser Kostüm. Leute, das ist gerade so creepy. Hier ist sogar noch die Halloween-Deko und ein Grabstein. Zum Glück kein echter. Und hoffentlich brauchen wir den nicht für die Mysteria. Oh, Mama. Das meine ich ja nicht wirklich ernst. Ja. Oder? Jetzt such erstmal dein Kostüm. Gut. Leute, hier sind ja zwei LOL-Kostüme. Was? Guck. Stimmt. Oh mein Gott, jetzt seht ihr erstmal auch hier unseren ganzen Kruschelkrempel. Das sind hier unsere ganzen Filmrequisiten und so. Aber Ava, wir haben nur ein LOL-Kostüm. Aber hier sind zwei. Wie sind die denn da hingekommen? Keine Ahnung, aber die sind hier. Ich bin doch ständig hier unten. Da sind keine zwei. Hol sie mal runter. Vielleicht ist das eine gar kein LOL-Kostüm. Aber warum sehen die dann gleich aus? Ich weiß es doch auch nicht. Ja, diesen gleich. Oh nee. Ach nee. Und jetzt? Welches ziehst du an? Was, wenn nur ein das Richtige ist, Avi? Und eins das Falsche? Also das hier hatte, denke ich, erst die Schleife. Und dieses nicht. Also denke ich, sollen wir dieses dann nehmen. Okay. Dann lass das andere hier unten. Das ist mir zu unheimlich. Okay, schnell hier raus, Avi. Das ist ja seltsam. Oh Leute, was soll das nur werden? Ich meine, ich hasse es, wenn ich in den Keller gehen muss. Was soll ich denn jetzt hier nachmachen? Okay, dann zieh ich mich mal um und guck, was passiert. Mama! Um 3 Uhr nachts öffnen. Wieder ein Herzöl. Aber ich will dir mal eins sagen, das sind LOL-Sachen, Ava. Was hat es denn mit der Elsa und der Mysteria zu tun? Weiß ich gar nicht. LOL und Elsa und Mysteria sind ja alle andere Sachen. Das ist aber wieder dieselbe Schrift und genauso krackelig. Einfach so komisch ausgeschnitten. Steht da was? Nein, außer das da. Ich denke, das ist ein Adventskalender. Nicht jetzt öffnen, um 3 Uhr nachts.
Stell mal vor. Mann, okay, gut. Dann warten wir mal bis 3 Uhr nachts. Um 3 Uhr nachts werde ich mich erstmal umziehen. Also sehen wir uns um 3 Uhr nachts wieder. Mann, ich habe kein gutes Gefühl. Ich weiß gar nicht, ob wir heute ein Auge überhaupt zukriegen, Ava. Okay, wir müssen versuchen zu schlafen. So, Leute, es ist 3 Uhr nachts. Hier ist der Adventskalender. Ich konnte fast gar nicht schlafen. Ich bin auch richtig müde. Mama, bist du bereit? Nicht wirklich. Ich auch nicht. Kannst du überhaupt trauen, da reinzugucken? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Raschel doch mal, ob du irgendwas hörst. Weiß ich nur an, wer Adventskalender Zeugs, ehrlich gesagt. Ich mach das mal auf. Aber es ist immer noch hier so zu. Warte, ich gebe dir eine Schere, kleinen Moment. Wie meinst du, der ist dazu? Ist der dazu geklebt? Ja, der ist dazu geklebt. Ach so, ja, das ist wahrscheinlich, damit er nicht aufklappt. Ah, da hinten ist noch zu. Ich habe mich nicht rangetraut an den Adventskalender. Richtig liebevoll auch noch geklebt. Ja, das machen die immer, wenn die den in der Fabrik zukleben, Avi, glaube ich. Vielleicht sollst du den gar nicht öffnen, wenn der zugeklebt ist. Aber da steht doch, öffne mich. Um 3 Uhr nachts soll ich den öffnen? One eternity later. Gut. Wie sieht der von innen aus? Schmal. Oh, oh, oh. Okay. Der sieht ehrlich gesagt echt krass aus. Der sieht aber ganz normal aus. An den Seiten sind dann hier so Türchen. Sollen wir erstmal hier aufmachen? Was steht denn da? Hier zuerst. Ich meine, hier zuerst. Ja gut, dann da zuerst. Das ist ein blauer Ring. Und da ist die Puppe. Blauen Glitzer? Was bedeutet das denn? Der blaue Ring, zeig mir den mal. Den habe ich schon mal gesehen. Den habe ich auch schon mal gesehen. Das ist Elsas Ring. Was macht denn Elsas Ring in einem LOL Adventskalender? Das sind ja beide verschiedene Sachen. Dann noch verschiedene Marken. Die Puppe ist ja aber schön. Oh, die ist wirklich sehr, sehr schön. Sieht auch aus wie die ganz normale LOL-Puppe. Dieser Ring ist auch ganz schön. Elsas Ring ist immer wunderschön. Meine Hand, die ist blau. Um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Mach den Ring schnell ab, schnell. Oh, wieder normal. Ach du Gott. Wie ist das denn passiert? Wie kann ein Ring meine Hand blau färben? Ob da irgendwelche Magie dran ist. Ist da Elsas Magie dran? Keine Ahnung. Zieh den bitte nicht nochmal an. Mach ihn weit weg. Legen wir da drüben hin. Okay. Wir dürfen ihn nur nicht verlieren, falls wir ihn nochmal brauchen. Ja, also ich leg den mal hier rein. Okay. Gut. Was? Welches Türchen sollen wir erst aufmachen? Warte mal, was steht denn hier? Ah, da steht hier hochziehen. Guck mal, ich glaube, du sollst den ganzen Innenteil hochziehen. Ah, ja. Oh, das ist ja stark. Das ist ja cool. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja wie so ein 3D-Adventskalender. Krass. Sollen wir erstmal das zweite Türchen aufmachen? Oder gibt's das erste? Gibt es da keine Nummer 1? Zeig mal, wo doch, ist die ist Nummer 1? Die Puppe ist auch da rein. Oh, hier ist auch die Nummer 1. Da drin. Okay, hier ist ein Anzug. Ist da noch was drin? Oh, das stürzt ständig ab. Das sieht ja okay aus. Das ist schön. Ja. Cool, das hätte ich jetzt auch von dem Adventskalender erwartet. Ja, also ich finde es schön. Okay, der ist ein ganz normaler Adventskalender, Eva. Puh. Brauchst dir keine Sorgen machen. Wie gesagt, vielleicht wurde deine Hand gerade blau, aber immer noch. Da kann ja nichts, da kann ja der Adventskalender nichts ja für. Vielleicht war dein Tüchchen, was komisch war. Das heißt jetzt auch normal, oder? Wie gesagt, nur ein Anzug. Alles ist okay. Ist ja auch schön. Passt der zu dem Rock überhaupt? Ah, das ist ein Kleid. Ah, okay. Ich dachte nämlich schon, farblich passt das nicht so ganz. Okay, Nummer 3. Was? Seite. Ein bisschen fiddly ist das Ding, gell? Ja. Warte mal, bevor du das aufmachst. Sieht man, ob da einer drin rumgedoktert hat? Nee, ne, das sieht ganz normal aus. Okay, na dann ist ja gut. Ja, vielleicht ist es so, der wenn du normal Adventskalender. Ach, ein Unterteil. Also langsam fühle ich mich richtig gut. Ja, guck. Das gehört dann noch zusammen? Ja, guck. Ah, wie cool. Was ist denn da drin? Nur Schuhe, oder? Ich kann es fast gar nicht sehen. Hier. Ja, nur Schüchchen. Die passen ja auch noch zum Outfit. Steht hier noch irgendwas vielleicht da oben? Nee, ne? Da hätten wir ja... Ist das ein Zettel? Kann man den abmachen? Was? Ist ja da noch was? Ah, das
Stitch. Ah, das ist die Trickster-Bibi. Ja. Ah, so heißt sie. Ist da was drin? Das war eine. Also da ist weiter nichts. Und das da, ist das hier draufgeklebt? Was ist da drunter? Ich sehe da noch Buchstaben. Ehrlich, was ist denn da drunter? Guck, das auch noch hier so. Stimmt. Da steht irgendwie, ist da eine Geheimnachricht drunter? Du, Mama. Ja? Ich denke, hier drunter ist das einfach nur auf Englisch geschrieben. Ah, oh, stimmt. Okay, ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass da noch irgendeine geheime Nachricht von der Mysteria ist oder von Elsa. Okay. Mhm. Aber es ist schon seltsam, oder? Ja. Sind wir die Einzigen, die so einen überklebten Adventskalender bekommen haben? Ah, hier ist auch schon die 5. So, da drin. Ja! Was ist das? Das ist so eine Kette. Aber so eine dunkle Kette. Mit so einem Mund. Aber die sieht ja schon schön aus, aber... Ich würde die aber auf gar keinen Fall umhängen. Nee. Stell dir mal vor. Was gerade mit dem Ring passiert ist? Nein. Nee. Und es passt auch gar nicht zu dieser Bibi. Das gehört da 100% nicht rein, Eva. Ich leg das mal hier drüben hin. Mach das lieber zu dem Ring. Nicht, dass wir es verlieren. Stell dir mal vor, wir verlieren das. Okay, gut. Oh, Nikolaustag, da ist bestimmt was Tolles drin. Oreo? Ein Cookie, wie cool! Ah, ja. Ich wusste gar nicht, dass die Oreos in die Adventskalender reinmachen. Darf ich das essen? Denk schon. Warum auch nicht? Das ist gut. Evi, dreh mal um. Der sieht ganz normal aus. Was ist los? Schmeckt wie Metall. Nein. Klapp mal auf. Sieht ganz normal aus, aber... Komisch. Ich hör mal auf, den zu essen. Ja, würde ich auch machen. Erst hat es wie Oreo geschmeckt und dann... Warte mal, war das ein Halloween? Das ist ein Halloween-Oreo. Kratz mal das andere Orange da ab. Was ist denn da drunter? Was ist das? Das ist rot. Ist das Blut? Deswegen hat das metallisch geschmeckt. Oh Kind, ich dachte ehrlich, weil das da drin war, könnte man das essen. Das wusstest du auch nicht. Oh Mann, das ist doch kein normaler Adventskalender, ey. Das war nicht die Elsa. Okay, gut. Die 7 machen wir mal. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, ey. Nur so ein Kleid, das sieht ja noch süß aus. Okay. Okay. Wo ist die 8? Die 8 ist war hier drüben, oder? Was ist das? Da ist so Wasser, da ist Schleim drin. Was? Das ist so grüner Glupsi-Schleim in den Schuhen. Ich habe noch nie Schleim in einem LOL-Adventskalender gesehen. Oder mit LOL prinzipiell. Das beeil dich echt. Ich meine nur so ein Outfit. Das ist wieder ganz normal. Okay, gut. So, die 10. Greif vorsichtig rein. Greif vorsichtig rein, Eva. Ja. Du weißt nicht, was du da rausholst. Das ist einfach nur ein Outfit. Okay. Das war gerade die 10, jetzt kommt die 11. Nein, die ist hier. Ach, die ist hier, okay. Was ist das? Nee, auch nur ein Outfit. Das war so eine Hose. Ja, wieder normal. Ey, wie bei der 13 musst du aufpassen, die ist keine gute Zahl. Nur ein Outfit. Okay. Dann hast du ey, guck mal hinter dich. Nee, da war doch nichts. Ich dachte, oh Gott. Du schreckst mich. Entschuldigung, ich hätte schwören können, ich hätte da einen schwarzen Schatten gesehen. Ah, oh, kleine Häschenschuhe. Ist da was? Da. Das da. Ich bin total verwirrt. Ist da noch was? Oder sind da jetzt alle auf? Da ist noch 17. Ja, da ist noch die 17. Okay. Aber jetzt müssen wir erstmal die 16. Oh, da ist ein kleines Päckchen. Und noch ein Päckchen. Sonst ist da nichts drin. Den Cookie. Besser als unser erster Cookie. Und da ist 2 Armreife. Okay, ja, die sehen aber ganz normal aus. Ne? Okay, gut. So. 17 mal hier, ne? Ist da was drin? Oh, das Kleid seht ihr. Pizza? Pizza drauf? Ach, wie süß. Also ich muss sagen, der Adventskalender ist schon ziemlich cool. Ja, außer die paar Türchen, die nicht cool waren. Mhm. Warte, mach das mal zur Seite. Ne? Auch nur Schuhe. Passend für den Armreifen. Rücken ist kalt. Mhm, schön.
Da hast du jetzt so einen richtigen Haufen, gell? Ja. Warum geht die nicht auf? Deswegen. Das ist ja... Was ist das? Das hat ja nichts mit LOL zu tun. Totenkopf. Oh nein. Oh, greif den ja nicht an. Ja, gute Idee. Oh, was macht sowas denn in einem Adventskalender? Naja, stell uns vor, das ist nicht passiert. Okay, eine süße kleine schwarze Brille. Skelettding. Der Totenkopf, der liegt da drüben, ne? Hier. Okay. Wie ein kleines Päckchen. Ist da dort was drin? Ja. Das hier. Ah, okay. Ich dachte schon, das sei vielleicht leer. Sind es nur noch zwei Türchen, Elvi? Da wird ja jetzt wohl nichts mehr drin sein. So. Hier ein Jumpsuit. Die 24, das letzte Türchen. Was ist das da? Was ist das? Mini-Tag und A. A. Guck mal. Da steht ja Ava. Ava. Nein, nein, wir essen nicht noch mehr Kekse. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Der erste Keks war schon schlimm genug. Was steht denn da drauf? Kann man ja fast gar nicht lesen. Ava, noch hast du mich gerettet. Was steht denn da? Das kann ich ja gar nicht lesen. Ava, noch hast du mich nicht gerettet. Halt die Augen auf und verpasse nicht die nächsten Hinweise. Ich zähle auf dich. Mysteria. Was bedeutet das denn? Was auch immer du da drin hättest finden sollen, du hast es nicht gefunden. Aber wir haben doch alle Türchen aufgemacht. Das gibt's doch nicht. Ich reiß dich jetzt einfach hier alles auf. Ja, mach mal. Nimm's komplett auseinander. Hier ist nichts drin, ne? Dann reiß doch das auch noch mal auseinander. Und da der ganze komische Glitzer, ey. Mann. Nicht, dass du die noch mal brauchst. Was? Zeig. Das ist so eine Fake. Was ist das? Eine Kakerlake? Okay, aber das kann ja jetzt kaum ein Hinweis sein. Lass mich hier nochmal. Da drunter ist nix. Also ich kann nur sagen, Leute, haltet die Augen auf, ob die Ava demnächst noch einen anderen Hinweis gibt. Findet und hoffentlich, ey, wie passiert der Mysteria nichts. Okay, na dann. Okay, wir gehen ins Bett. Ja, wir gehen ins Bett. Aber erst machen wir noch die Shoutouts, okay? Ja. Das YouTube-Shoutout geht an Elena. Hi, Elena. Und das Instagram-Shoutout geht an Lara. Hi, Lara. Und jetzt müssen wir euch natürlich noch was sagen. Alles hier ist gespielt. Es ist auch nicht 3 Uhr nachts. Ihr kennt das ja schon von uns. Trotzdem geht's bei uns spannend weiter. Also haltet die Augen auf, wann das nächste Video kommt. Und wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.